Ernsthaft. Das ist doch eine reine Farce. Dankeschön. Was lassen Sie, komischen Viecher? Ich kann ja dann jetzt eigentlich nur die Sonate des Windes sein, oder? Ja, moin. So, fährst du erstmal. Entschuldigung, der Kumpel hat sich gerade vorgedrängelt. Die sind so leicht zu besiegen, wenn man Bomben hat. Ja genau, rast du mal aus, ich bediene mich an der Truhe. Schatzkarte gefunden. Naja, immerhin. Aber ich sollte jetzt doch zuerst zurückgehen, dann haben wir natürlich einen Ziel hinter uns. Ja, ja. Dreh du mal am Rad. Ich weiß gar nicht, ob man die sonst noch irgendwie besiegen kann. Und die Dinger auch so schnell verschwinden wieder. Naja. Da müssen wir auch noch rein. Hier machen wir erst die beiden unteren Räume, dann gehen wir hoch. Mion. What the heck? Ich wieder die Pfeile. Die bloß vom Ärger. Jo, dann wollen wir mal gucken. So, einmal hier lang. Teddy soll jetzt nicht wahr. Jetzt haben wir nicht, dass der Timing so doof bleibt. Hier ist die eine Truhe. Kleiner Schlüssel. Das wird ja wohl nicht sein, oder? Jedoch! Wow, ganz leicht hier rüber. Was haben wir jetzt davon? Müsste eigentlich eine Truhe sein. Habe ich irgendwas vergessen? Ist unter mir noch ein Auge? Über mir noch ein Auge? War jetzt aber knapp. Hm.
Keine Ahnung. Ich muss auch einfach mal die Augen aufmachen. Vielleicht findet man dann ja was. Wie schnell jetzt die 30 Pfeile wegfahren, ey. Neun Stück habe ich noch. Ob ich damit wohl den Boss noch schaffe? Naja. Ein Glücksamulett. Ja, dann würde ich jetzt sagen, fliegen wir einfach runter, ne? Und wofür haben wir sonst das wunderschöne Blatt? Der Trumpfblatt. Vom Dekopar. Jetzt müssen wir nur wieder hoch. Gehen wir eben kurz zurück. Holen die beiden versteckten Truhen. Da waren noch, glaube ich, zwei Truhen. Ich hasse dieses im Wasser die Steuerung. Müssen wir jetzt eigentlich nur noch geradeaus da. Und das Rätsel ist ja auch einfach. Warum einfach nur genügend Kameraden auf die eine Seite stellen von den Statuen und dann können wir ja rüberhüpfen. Das sollte ja auch schnell erledigt sein. Na Quatsch. Erst hier rechts. Sollte man ein paar Töpfe zerschlagen. Könnten ja Pfeile drin sein, ne? Was ist hier? Diese doofen Mager, ne? Was sind das? Für mich sieht das aus wie so ein komischer Nashornvogel. Und diese Melodie. Den haben sie doch noch von The Link aus to the Past geklaut, oder nicht? Oh, jetzt müsste da eigentlich hochgehen. Jo, dankeschön. Nochmal die Viecher. Na denn? Ach. Ja, fress. Ja, ist doch okay. Ich weiß doch, dass da was spawnt. Jetzt lass mich hier meine Herzen einsammeln und alles. Mein Rubin. Hier wird auch nichts Großes drin sein. Vielleicht eine Schatzkarte oder irgendwas anderes. Glücksamulett. Ja, moin. Egal. Da haben wir wenigstens was gefunden. Aber mit irgendeinem Schund müssen sie die Kisten ja vollpacken. Schau ich das? Oh, ganz knapp. Das war ganz knappe Ding. Also dafür würde ich sagen, habe ich doch einen Daumen hoch verdient, oder? Und wenn es auch nur einer ist in einer einzigen Folge. Von einem ganzen Projekt. So. So, das war jetzt von hier aus rechts oben, wenn ich mich richtig erinnere. Was er jetzt nicht runtergeht, dann ja. Wunderbar. Ja, komm, hau ab, Schleim. Geh woanders rum, Schleim. Ach. Einmal
Jetzt komm, visier den Gegner bitte an, Link. Okay. Ich weiß zwar nicht, was hier drin ist, aber... Wir wollen ja alles mitnehmen. Nee! Was Großes kann denn hier sein? Wird vermutlich eine Schatzkarte wieder sein. Oder irgendwas in der Art. Was soll's, wir nehmen alles mit. Ja, wenn wir das Spiel an sich schon nicht 100 komplett machen, dann können wir wenigstens die Tempel 100% machen, ja? Eine Schatzkarte. Die alle noch zu finden. Alter Schwede. Das werde ich dann alles kurz vorm Endgame machen. Und müssen wir die dann auch alle freikaufen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich bin klein, ich hab... Also haben wir wenigstens... Ja, ja, komm, geh mir nicht auf den Keks. Wasser steigt bitte wieder. Dankeschön. Können wir jetzt auch drüber schwimmen. Vielleicht schaffen wir das ja sogar in dieser Phase noch. Würde mich freuen. Ja, geschafft. So, das geht noch relativ einfach. Müssen wir nur wieder hoch und geradeaus. Und schon sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vorher waren. Link nach oben, nicht zur Seite. Schon sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Yep. Ich meine, hier müssten wir dann auch den Kollegen Schnürschuh holen. Einmal. Zweimal. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, wenn wir dann gleich mit den Kumpanen wieder zurücklaufen müssen. Und für den Moment reicht es. Links und rechts hatten wir abgeklappert. Ah, yeah. Machen wir das jetzt? Ja, erstmal rufen. Tja, hat doch geklappt. Mir kannst du nix. Jetzt kann ich wieder zurück. Thank you, my friend. Wow! Jetzt nur noch die Kumpane da drauf. Ich weiß nicht, ob zwei reichen. Ich weiß ja nicht, wie schwer unser... Wobei...
Hoch, Link. Hoch. Danke. Die Steuerung beim Gamecube bei manchen Spielen war, glaube ich, noch nicht ganz so ausgereift. So, jetzt ist er oben. Wenn ich jetzt rausspringe, geht er wieder mittig, glaube ich. Er bringt uns ja nicht viel. Das heißt, noch ein dritter zur Sicherheit. Aber jetzt müsste alles klar sein. Ja, alles in Abgrund runter. Was war das denn jetzt? Jetzt wollte mich das Spiel trollen, oder was? Dann sind wir jetzt, glaube ich, auch schon fertig mit dem Tempel. Und freut's mich, ey. Was das Mund ist grün? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen wir jetzt eine Etage höher. Und hier unten haben wir alles abgegrast. Ja. Sind quasi kurz vorm Endboss. Oder besser gesagt, kurz vorm Ende der Prüfung. Und ich freue mich richtig. Wir haben jetzt gleich schon 2,5 Stunden Aufnahmezeit. Oh, wie kommen wir da? Alles klar. Das freut mich, weil ich dann zumindest schon mal das Pensum fertig habe für die Woche. Und ich scheine ja noch ein bisschen mehr Zeit zu haben. Warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass Tyler sich meldet. Weil ich ihm einen Monitor vorbeibringen sollte. Da ich ja jetzt einen neuen alten gekriegt habe. Ich weiß nicht, ich brauche nicht unbedingt den neuesten Shit. Hauptsache, es funktioniert. Jetzt einen neuen gekriegt habe, kann Tyler meinen alten haben und dann hat er einen zweiten für seine Chats. Ich wollte mich doch verkackern. Geht man so mit seinen Freunden um? Ich komme jetzt hier nicht mehr raus, wollte mich so jetzt echt verarschen. Da muss ich mich von dir schlagen lassen, um da rauszukommen, oder was? Mein Gott. Kann nicht sein, dass die Viecher so schwer sind. Zwei Treffer und Rückfahrt. Dämlich war das denn jetzt? Hehe. Ich glaube, man merkt, dass ich schon lange solche Spiele nicht mehr gespielt habe. Mein Herz.